Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zum Test der neuen KTM 1290 Super Adventure S hier in Fuerteventura, wo es 17 Regentage pro Jahr gibt und heute ist einer davon. Deswegen habe ich mich hier in diese Hütte verkrochen, wo es ein bisschen düster ist, aber das soll uns nicht davon abhalten, die neue 1290 Super Adventure S im Detail zu besprechen. KTM hat gestern gemeint, 90% dieses Motorrads sind neu. Ich war ja bei der Vorstellung anderer Meinung, wie es tatsächlich ist und wie es im Vergleich zur Multistrada V4 abschneidet, das seht ihr gleich. Willkommen zurück. Ich beginne wieder ganz vorne beim Motorrad, beim Scheinwerfer. Der soll jetzt einen breiteren Lichtkegel werfen und für bessere Sicht sorgen. Das Kurvenlicht ist optional und zwischen diesen beiden Scheinwerfern sitzt, wie bei der Multistrada, die Radareinheit. Die muss natürlich exponiert sein, die muss auch in einer gewissen Höhe sitzen, so ungefähr, glaube ich, 910 mm. Ein bisschen anders ist sie gestaltet, bei der Multistrada etwas einfacher, einfach ein schwarzes Kastel. Und dann kann ich einiges hier verstellen. Ich kann zum Beispiel den Windschild per Handrad links und rechts, aber es funktioniert auch einhändig, um 55 mm heben. Der Windschutz ist schon in der unteren Position sehr gut bei meiner Größe 1,80. Und das Erfreuliche ist, auch wenn er ganz hoch steht, schaue ich drüber und habe durch diesen Wulst hier oben keine Verzerrungen. Also das super zu bedienen, schöne satte Mechanik. Dann kann ich, und das ist eigentlich Standard bei KTM, auch Kupplungs- und Bremshebel in 5 Positionen verstellen. Ich kann den Lenker in 2 Positionen versetzen und ich kann dieses neue 7 Zoll TFT Display im Winkel verstellen und das ist auch notwendig. Wir werden es gleich sehen, weil dann kommt man besser zu der 12 Volt Steckdose. Der Lenkkopf selber, der ist um 15 mm zum Fahrer gerückt. Da mussten wir natürlich Änderungen am Rahmen durchführen, um das Fahrzeug agiler zu machen. Gleichzeitig hat man die Schwinge verlängert, um es trotzdem stabil zu halten. Da sehen wir also die 12 Volt Steckdose und da komme ich nicht ganz hin, wenn das Display hier unten ist. Und wenn ich es jetzt verschieben will, dann muss ich echt Kraft anwenden. Ich habe mir gedacht, ich würde es vielleicht da kaputt machen, aber der KTM Ingenieur hat mir dann gezeigt, okay, das muss man nicht zimperlich sein, dass man es verstellt und dann kommt man hier auch besser zur Steckdose. Gleich vor dem Tank sehen wir auch ein neues Fach. Da ist jetzt der elektronische Schlüssel drin. Wir haben ja ein Keyless-Go-System. Auch der Tank verriegelt elektronisch und den Sozius kann ich jetzt einfach per Knopfdruck abnehmen. Es ist nicht ganz geschickt. Bei Ducati oder BMW haben wir ein flaches Fach und hier haben wir sozusagen ja so einen Schlitz. Da hat man vielleicht teilweise Probleme, wenn man da das Handy an dem USB-Anschluss anschließt, dass man es hier rausnimmt. Aber ich finde das eine super neue Lösung und das ist auch sehr gut, wenn man so einen elektronischen Schlüssel hat. Darf man natürlich nicht drinnen vergessen. Und das neue Display hat natürlich auch eine neue Oberfläche und neue Bedienelemente. Die finde ich jetzt edler, hochwertiger, vielleicht auch ein bisschen filigraner, vielleicht ein bisschen schadensanfälliger, aber das
kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber sie sind einfach wesentlich gefälliger. Und wir wissen, die Navigation war immer sehr, sehr gut durchs Menü. Bei KTM, sie ist jetzt anders, ich würde nicht sagen besser, sie ist natürlich umfangreicher geworden. Ja, also wir sehen schon, die Oberfläche ist ganz anders. Da haben wir dann zum Beispiel die Infos zum Bike, dann haben wir die Infos zu dem Fahrtag, zum Trip, da haben wir 10 Liter Verbrauch. Ich hatte etwas über 6, keine Ahnung, warum hier jetzt 10 Liter oder wer das gefahren ist. Es ist also deutlich sparsamer, war die KTM heute als die Ducati. Und dann sehen wir da schon, da habe ich Riding Modes, Street, Sport, Rain, Offroad und Rally. Dann haben wir ABS Modes, Offroad hinten, ABS off, wie wir wissen. Traktionskontrolle kann man auch ausschalten. Und dann eben immer dieser Zurückknopf. Dann gehe ich weiter zur Dämpfung, Suspension Modes. Wir haben ja ein elektronisches Fahrwerk, auch das überarbeitet mit neuen Ventilen, soll noch feiner regeln. Da kann man eben auch Comfort, Offroad Advanced, Autosport, Street. Dann kann ich jetzt, da hat sich auch was geändert bei der Vorspannung, da kennt ja jeder noch diese Logos, ein Helm, zwei Helme mit Gepäck, ein Helm mit Gepäck, das gibt es jetzt nicht mehr, sondern ich habe erstens einmal Low und High, das heißt, wenn ich jetzt eine Sozia habe und ich bevorzuge eben einen niedrigen Stand, dann gleicht das Fahrwerk das eben aus, auch wenn wer hinten drauf sitzt und genauso in der hohen Lage. Und dann kann ich aber noch in 10 Stufen selbst regulieren die Vorspannung des Federbeins. Also das jetzt auch etwas feiner abgestimmt, finde ich total leibend auch, wenn wir das machen. Und dann gibt es das Anti-Dive, das hatte ich heute eigentlich die meiste Zeit auf On, weil mir das total taugt, weil das Motorrad noch stabiler wirkt. Ich mag das beim Anbremsen. Ich habe es dann noch probiert auszuschalten und da ist man richtig irritiert, wie die Gabel dann eintaucht. Also das war richtig cool. Also mir taugt das voll, wenn ein Motorrad so stabil ist. Und jetzt bin ich da dann auch doch raus. Also da sieht man, dass man dann doch sich ein bisschen beschäftigen muss. Aber im Grunde, da sehen wir auch, wir haben kein Headset, wir haben natürlich Connectivity, das Navi kann man verbinden. Und alles für KTM-Besitzer schon völlig klar. Und auch Leute, die zum ersten Mal damit zu tun haben, die werden sich sehr, sehr schnell damit zurechtfinden. Und was wir hier auch noch sehen, ist ein Custom-Schalter, ein VIP-Schalter C1, C2. Da kann ich 2 Funktionen selbst auswählen und diesen Schalter eben damit belegen. Es gibt auch einen neuen Sitz, einen neu geformten Sitz, schmäler, das heißt, dieser Schrittbogen wird verkleinert und zusätzlich ist die Sitzhöhe auch etwas geschrumpft. Wir haben jetzt 849 mm in der niedrigen Stellung und 869 in der höheren Stellung. Ich bin den ganzen Tag in der niedrigen gefahren mit 1,80, weil ich finde, das reicht eigentlich, weil an jeder Ampel, da fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer. Ich stehe so ein bisschen auf den Fußballen. Könnte natürlich sein bei längeren Trips, dass der Kniewinkel ein bisschen zu spitz wird und dass man sich dann eben den Sitz in der höheren Stellung wünscht oder überhaupt einen höheren Sitz noch, dass man den noch aufpolstert. Aber ich fühle mich sehr wohl. Die KTM war ja auch immer schon ein Motorrad für größere oder auch für größere Fahrer. Also da kann man durchaus 1,90 sein. Und die Beifahrerin soll jetzt auch mehr Platz haben und mehr Komfort. Wir haben nämlich einen neuen Alu-Heckrahmen. Und es wurde an einigen Stellen Gewicht gespart. Auch am Motor zum Beispiel 1,6 Kilo. Trotzdem hat das Motorrad so 5 Kilo zugelegt. Und das liegt laut KTM vor allem an der neuen Euro 5 Norm. Wir sehen ja auch wirklich große Endtöpfe, auch der Krapovic ist riesengroß. Und auch hier wieder, so wie zuletzt bei der Yamaha MT-07, der bringt soundtechnisch wirklich fast nichts mehr. Man muss es einfach so sagen, das ist jetzt eigentlich eher ein optisches Zubehör geworden, so ein Endtopf. Und das ist natürlich traurig, aber für ein Reisemotorrad ist der Sound
völlig in Ordnung. Ich habe zwar eigentlich immer die Ohrenstöpsel drin, aber es bollert schön, es ist nicht unangenehm laut und ja, da kann man halt heutzutage leider nichts mehr machen. Ja, auch dieser Hochleistungsmotor mit 1301 Kubik, der V2, musste Euro 5 tauglich gemacht werden. Das kostete ihn zwar keine Spitzenleistung, wir haben nach wie vor 160 PS, aber 2 Newtonmeter an Drehmoment, wir haben jetzt 138. Aber das merkt man natürlich überhaupt nicht auf der Straße, es ist mehr Leistung als genug. Der Motor, wie gesagt, Wandstärken wurden hier ein bisschen reduziert, um Gewicht zu sparen. Wir haben neue Kolben, es wurde auch am Getriebe gearbeitet und am Quickshifter. Und ich muss sagen, dafür, dass hier so ein riesiger V2 dranhängt, ist der Quickshifter sensationell. Das ist unglaublich. Wie auch das Schalten mit Kupplung ist so leichtgängig. Und mit wenig Kraftaufwand verbunden und exakt, es ist ein echter Genuss, da hat man das Gefühl, man hat ein viel kleineres Motorrad unter sich und hat aber so ein mächtiges Aggregat, das ist echt wirklich bemerkenswert, das ist mir heute besonders aufgefallen. Dann hat man gearbeitet an der Kühlung, auch wie bei der Multistrada, die hatten beide natürlich durch ihre großen Motoren so ein bisschen Hitzeprobleme. Wir sind jetzt gefahren, heute bei wahrscheinlich zwischen 10 Grad, maximal 15 Grad im Regen. Bei Ducati hat es 5 Grad gehabt. Wir sind eigentlich kaum gestanden. Ich kann jetzt noch nicht wirklich eine Aussage dazu treffen, ob der Fahrer jetzt weniger Hitze abbekommt. Aber wir haben 2 Kühler jetzt, pro Zylinder einen Kühler. Es wurde hier auch an der Verkleidung gearbeitet. Nicht ganz so extrem wie bei der Multistrada. Die hat ja hier vorne so richtige Diffusoren. Das schaut aus wie beim Supersportauto. Das ist ein bisschen einfacher gehalten, aber es soll eben auch so einen Effekt haben. Es soll die heiße Luft vom Fahrer abtransportieren und es soll den Motor besser kühlen. Und das werden wir dann im Sommer natürlich nochmal probieren müssen. Auch an der Verkleidung wird übrigens gearbeitet. Auch hier wurden sozusagen die Wandstärken ein bisschen minimiert. Da wurde eben gearbeitet, wo kann ich die Verkleidung dünner machen, wo muss sie stabiler bleiben. Also echt interessant, an was für Bereichen hier die Ingenieure nachbessern. Das fasziniert mich total. Und wer sich fragt, was dieses Muster hier soll, das hat überhaupt keine Funktion. Das ist einfach nur sexy. Da hat einmal ein KTM-Mann gesagt, der Designer wollte das so und das war irrsinnig aufwendig mit Laser aus Deutschland eingeflogen und so. Und einfach nur, dass es gut aussieht. Aber mir macht ja sowas auch Freude. Der Tank ist jetzt dreiteilig, ähnlich der Konstruktion bei der 97 bzw. 98. Das heißt, wir haben hier oben einen Speicher, aber auch hier unten. Also hier ist dann Volumen heruntergewandert und im Schwerpunkt natürlich zu senken. Auch da wieder das Handling zu verbessern. Insgesamt haben wir 23 Liter. Wie gesagt, die 10 Liter hier im Display, keine Ahnung, woher die kommen. Bei mir waren es 6,1, beim Kollegen 6,5, 6,6. Der hatte Koffer drauf, ist auch ein schwerer Fahrer. Also finde ich richtig sparsam. Bei der Ducati lagen wir zwischen 8,5 und 10,5 bei der Testfahrt. Also das ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Dann wurde noch an der Airbox gearbeitet. Der Luftfilter ist jetzt leichter zu erreichen, um ihn zu reinigen. Für jene, die im Offroad fahren, aber ehrlich gesagt, mit der S würde ich wirklich darauf verzichten. Es soll ja noch ein anderes Modell kommen, ein anderes 1290er Super Adventure. Und da macht das dann sicher Sinn. Aber die S ist, finde ich, so eine richtig gute Straßenreise in Tour und die muss ich nicht unbedingt über Stock und Stein scheuchen. Um den Sozius abzunehmen, muss ich, wie ich vorher schon gesagt habe, hier nur mehr diesen Knopf drücken und dann kann ich ihn leicht abnehmen. Wir haben auch unter dem Sozius jetzt deutlich mehr Platz. Also wir haben hier Werkzeug, Erste Hilfe, Tasche. Also da ist wirklich so ein Staufach, wo man ein bisschen was unterbringt. Es gibt übrigens auch eine Diebstahlsperre bzw. eine Sperre für jene Gauner, die hier mit den Funkgeräten da diese Schlüssel dekodieren oder so. Das nennt sich Anti-Relay Attack und das soll das verhindern. Haben ja nicht alle ein gutes Gefühl bei diesen Keyless-Go-Systemen. Wenn hier alles nur mehr elektronisch läuft, dann kann man es natürlich auch
elektronisch umgehen. Aber wie gesagt, das ist sozusagen diese Diebstahlsperre. Jetzt aber zu den Fahreindrücken. Für mich ist ja eines der Duelle des Jahres Multistrada V4 gegen Super Adventure S. Ich bin ja die Multi auch gefahren und die Super Adventure. Das konnten übrigens nicht viele. Ich habe kaum gehört, dass das wer gemacht hat. Und deswegen kann ich auch diese Vergleiche ziehen. Es war mal so, vom ersten Fleck weg habe ich mir gleich gedacht, okay, die KTM attackiert einfach mehr. Die kommt von unten raus stärker, die wird auch in den Spitzkehren stärker sein durch diesen großen V2 und ist ein bisschen ernster. Es ist echt fast ein bisschen witzig, aber die Ducati ist fast freundlicher, geschmeidiger. Die braucht natürlich höhere Drehzahlen, naturgemäß. Das heißt, wenn man hier aus dem Drehzahlkeller mit der KTM aus der Ecke kommt, dann muss man mit der V4 vielleicht schon ein bisschen vorarbeiten, schon höhere Drehzahlen gehen, dass man da mitkommt. Andererseits mit der Ducati konnte ich im dritten Gang wirklich durch die Spitzkern rollen und der Motor hat weder gestottert oder gar abgestorben. Kann mit einem V2 eher passieren. Heute war es so richtig ins ganz enge Winkelwerk sind wir nicht gekommen. Das Wetter wurde so schlecht, dass wir die Testfahrt dann leider frühzeitig beendet haben. Also da kann ich nicht jetzt noch den Vergleich ziehen, das werden wir dann erst machen im Laufe des Jahres. Aber die Ducati ist da ein bisschen vielleicht eleganter, leichtfüßiger. Dafür kommt man die KTM noch stabiler vor. Bei der Multistrada wurde auch gearbeitet an der Stabilität, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Aber da ist KTM ein Wahnsinn. Ich meine, der Kollege mit Koffern 200, aber ohne irgendwas. Hier blast der Wind, dann hat es geregnet und trotzdem fühlt man sich so sicher. Und das Ding gibt ja nicht mehr zu verstehen, dass es noch mehr kann. Und man versucht sich dann heranzutasten. Wir haben ja hier übrigens auch bei Regen eigentlich sehr, sehr gute Gripverhältnisse, überdurchschnittlich gute. Deswegen kann ich jetzt zum Mitas-Reifen noch nicht konkrete Aussagen treffen. Und ich möchte das halt nicht, weil wenn es dann wer zu Hause auf unserem Asphalt fährt, dann ist das was anderes. Das werden wir auch noch ausprobieren müssen. Das ist jetzt natürlich der erste Eindruck. Aber heute hat einmal alles super funktioniert. Also die Mitas-Reifen auch im Regen bei richtiger Nässe. Keinerlei Probleme. Die Traktionskontrolle arbeitet feinstens. Also jeder hat gesagt, er hat gesehen, dass es leuchtet, aber er hat es nicht gespürt, wie es interveniert. Beim ABS war es so, dass der Grip dann doch noch so gut war, dass man das fast nicht provozieren konnte, dass es ABS auslöst. Es hat dann also immer mit der Hinterradbremse mitgebremst, da hat es dann ausgelöst. Dann beim Anbremsen gibt das auch so eine Stabilität, wo man schon richtig böse reingreift, wenn man sich vielleicht im Radius vertan hat, die Kurve zumacht. Das ist einfach so eine echte Freude. Und da muss ich sagen, ist KTM noch fahrerorientierter als Ducati. KTM baut für mich das Motorrad um den Fahrer. Und KTM schaut ja auch, dass sie, was halt noch im Rahmen des Gesetzlichen ist, dem Fahrer auch in die Hand gibt. Das heißt, wenn ich das ABS hinten noch abschalten darf, dann kann ich es bei KTM auch abschalten. Oder, keine Ahnung, wenn ich die Traktionskontrolle, Wheelie Control abschalten darf, dann werde ich das auch können. Und da haben sie noch mehr einfach das Verständnis, dem Fahrer die Zügel in die Hand zu geben. Das ist bei Ducati natürlich auch sehr weit fortgeschritten und deswegen sage ich ja, die beiden sind für mich die, die irgendwie die ein eigenes Duell ausfechten, auch wenn wir natürlich wieder einen großen Reise-Enduro-Vergleich machen werden beim Motorradmagazin, aber die beiden muss man gegeneinander antreten lassen. Und da bin ich wirklich gespannt. Ja, eins habe ich natürlich jetzt einmal noch ausgelassen, ich schiebe das jetzt einmal ein, den Tempomaten, der war bei KTM auch total wichtig, da haben wir gestern echt lange darüber referiert, gehört und ja, wir haben natürlich ausprobiert. Es gibt bei KTM sogar noch zwei Modi des Tempomaten, einen Sport- und einen Comfort-Mode. Bei Sport beschleunigt er einfach stärker, bremst stärker. Da kann ich zum Beispiel, habe ich heute auch gemacht, den Vordermann nachfahren mit 100 und ich stelle den Tempomaten aber auf 120. Sobald ich dann ausschwenke, beschleunigt er diese 20 km/h, nicht schneller. Dann kann ich überholen und mich wieder einreihen. Ja? Das heißt, ich kann das Motorrad überholen lassen, ohne selbst was zu tun. Und wir haben das da sogar probiert auf der Landstraße, nicht nur auf der Autobahn, auf der Geraden. Und man kann dann teilweise über weite Strecken wirklich fahren, ohne das Gas zu berühren. Das ist
Also da habe ich gemerkt, was dieser Abstandstempomat eigentlich noch kann. Ich habe schon gesagt, bei KTM 5 Weiten verstellbar, bei Ducati 4, das macht jetzt nicht wirklich aus. Aber KTM hat sich da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr überlegt, wozu man so einen Tempomaten eigentlich einsetzen kann. Und es hat, haben jetzt einige gesagt, naja, ich bräuchte ihn nicht, aber das System kann schon was. Also das kann dir auch im Alltag und nicht nur auf der Autobahn wirklich einen Mehrwert bringen. Ich habe eh gesagt, ich fände es sehr gut, wenn man sich entscheiden könnte, will ich den Tempomaten, will ich das Motorrad grundsätzlich mal mit Tempomaten oder will ich den Quickshifter? Ja, will ich mehr Ready to Race oder bin ich ein echter Weitreisender, ein Vielfahrer, dann nehme ich den Tempomaten. Das sind so Dinge, das muss man natürlich abwägen. Und KTM bietet ja einige Packages, Tech Pack, Rally Pack, habe ich da. Da ist zum Beispiel die Motorschlupfregelung, die ist nicht dabei, die ist auch optional. Oder das Hill Start Control brauche ich null, aber ein anderer vielleicht fühlt sich damit wohler. Also da kann man ja natürlich nach wie vor dann aus dem Zubehör den Powerparts aussuchen. Aber der Tempomat, der ist wirklich nicht schlecht. Ich habe das immer schon gut gefunden. Ich habe die ersten Tempomaten schon genutzt, als es sie gab, die normalen. Und ich werde auch das dann nutzen, auch für mich selber im Alltag. Ja, also wie gesagt, das wird ein schweres Duell. Ich muss sagen, von der Stabilität und von dieser Rückmeldung ist KTM noch einen Schritt weiter. KTM hat übrigens auch gesagt, sie wollten, dass dieses Fahrwerk sich noch mechanischer anfühlt. Ja? Das heißt, man kann vielleicht sagen, eben noch direkter. Und das ist in meiner Meinung auch gelungen und ich habe dieses Anti-Dive eben, wie gesagt, fast immer aktiviert. Ich finde das super, wenn das Motorrad so stabil bleibt vorne. Und man kann natürlich auch alles soft, hart einstellen, die Federung. Man kann hier alle Einstellungen treffen, die es eigentlich gibt. Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und das auch noch wirklich schnell und direkt. Vieles oder das meiste ist ja sogar auch während der Fahrt dann einstellbar, so wie die Fahrmodi. Da würde ich mir vielleicht eben wünschen, diesen typischen Mode-Schalter, wo man einfach durchswitcht. Aber das kann man wahrscheinlich dann auf diesen VIP-Schalter wahrscheinlich sogar legen, dass ich mich dann durchswitche. Muss ich nochmal fragen. Aber es gibt noch einiges herauszufinden und herauszufahren dann zu Hause, hoffentlich bei trockenen Verhältnissen, wo man das Motorrad auch ein bisschen mehr pushen kann, weil wie gesagt, es verlangt jetzt nicht dazu, also man kann herrlich cruisen, also dass man diesen riesigen V2 nicht Ärger merkt, dass der so sanft dahingleiten kann, das ist ja auch faszinierend. Aber ja, es ist halt eben diese Ready-to-Race-Philosophie, die immer spürbar ist und die, ich finde, das KTM auch total konsequent durch alle Modelle durchzieht. Und das ist fahrdynamisch ganz, ganz weit oben. Also das ist ein echter Supersportler und Hyper-Naked-Vernichter, das Ding. Und das Ganze auch noch mit einem entsprechenden Komfort. Ja, also ein großer Schritt. Ja, ihr könnt es jetzt natürlich auch für euch entscheiden. Kann man jetzt sagen, die sind 90% neu oder sind es weniger? Ich glaube, darum geht es aber auch gar nicht. Wesentlich ist, dass hier an vielen Stellen, und da kann man wahrscheinlich wirklich sagen, an fast allen Stellen Verbesserungen passiert sind und dass man die auch erfährt und spürt und dass das ein echter Genuss ist. Und ich bin jetzt schon traurig, dass die Testfahrt eigentlich schon zu Ende ist und ich übermorgen nach Hause fliegen muss. Weil da gibt es noch wirklich viel zu erleben mit dem Ding. Und ja, wenn ihr den nächsten Test dann auch erleben wollt mit uns, dann abonniert natürlich gleich den YouTube-Kanal. Es kommen dann eben die angesprochenen Vergleiche im Laufe des Jahres. Werden wir schauen, wer ist dann wirklich ganz vorne bei den Reise-Enduros. Letztes Jahr haben wir das ja gemacht mit 7 Reise-Enduros und da hatte jeder so seine Favoriten, also es ist dann sowieso nicht so, dass 7 von 7 Leuten ein Motorrad wählen, aber das macht es ja auch so spannend. Dann könnt ihr natürlich unser Heft abonnieren. Wenn ihr eine Ausgabe versäumt habt, die ihr unbedingt lesen wollt, dann könnt ihr auch Hefte nachbestellen und ihr könnt das Heft bequem einfach am Tablet oder am Handy auch lesen. Ja, dann vielleicht noch ein Daumen hoch, dass ich auch gesund wieder nach Hause komme. Ich wünsche euch auch, dass ihr noch gesund bleibt. Ich glaube dann, wenn es Frühjahr und Sommer wird, dann werden wir hoffentlich wieder mehr raus können und dürfen. Und dann steht hoffentlich auch die Super Adventure schon beim Händler. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Adios aus Fuerteventura. Danke und ciao.